euch einen Stuhl holen, damit ihr mit... Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Möge der Erbauer mir vergeben. Ich habe sie alle enttäuscht. Sie sind gestorben und ich habe es nicht verhindert. Wie kann ich nicht glauben, was ich sehe, höre, schmecke und fühle? Der Tod, seht ihr ihn denn nicht? Er umgibt uns von allen Seiten. Warum wurde ich verschont, wenn ich ihm nicht helfen kann? Welchen Sinn hat mein Leben noch, wenn ich meine Aufgabe nicht erfüllen konnte? Überlasst mich meinem Schmerz. Ich werde ihre Knochen begraben, ihre Asche in alle vier Winde verstreuen und ihr Hinscheiden bis zu meinem eigenen Tod beweinen. Eure unverhohlene Geringschätzung der Seelen der Toten empfinde ich als gänzlich unangebracht. Ich weiß nicht, was ihr damit sagen wollt. Warum macht ihr es noch schmerzlicher? Wo wart ihr überhaupt, als es passiert ist? Ich habe euch als Verbündetem vertraut, aber ihr wart nirgends zu finden. Ich weiß nicht, wozu es gut sein soll, aber ich werde es tun, wenn ihr dann zufrieden seid. Ich habe Probleme, mich zu konzentrieren, als wäre da etwas, das mich davon abhält. Ich hatte noch nie so große Schwierigkeiten.
Wenn ich von hier wegkäme, könnte ich vielleicht klarer denken. Verlasst uns nicht, Winnie. Wir wollen nicht alleine sein. Heiliger Erbauer, bleibt weg von mir, unreine Kreatur! Bleib, Buin, schlaf tief und fest in der warmen Umarmung des Erdreichs. Kämpft nicht dagegen an, ihr gehört hierher, zu uns. Nein, noch nicht, meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt. Es ist noch nicht so weit. Kommt mit zu eurer Ruhestatt. Vorbei? Dank dem Erbauer für euer Auftauchen. Moment! Was geschieht jetzt? Wohin geht ihr?